Ich bin keine Schauspielerin. Ich arbeite einfach nur in der ambulanten Versorgung von dauerbeatmeten Klienten. An dieser Stelle wollte ich eigentlich etwas ironisch auf die Videos der Schauspielerinnen eingehen. Aber ich kann darüber ironisch nicht berichten. Und überhaupt die Idee über die Pandemie oder über unsere Lage ironisch einzugehen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Denn sind wir ehrlich, es gibt seit einem Jahr Familien, die sich isolieren müssen, weil einfach ihre Kinder an einer Erkrankung leiden. Es gibt Familien, die seit einem Jahr kein geregeltes Einkommen haben. Und es gibt natürlich auch Einzelpersonen, denen es so geht. Und Sie als Schauspielerinnen stehen da, die zum Teil auch tatsächlich noch Rollenangebote haben und natürlich auch Geld verdienen dementsprechend und beschweren sich über ihre Situation. Beschweren sich darüber, von Plastiktellern zu essen, anstatt Porzellantellern. Ja, das lässt mich ganz tief einatmen und sagen, ich hoffe, Ihre Filterblase ist zerplatzt. Willkommen in der Realität. Denn sind wir mal ehrlich, Sie hätten auch ein Video drehen können, in dem es einfach um die Situation auf der Intensivstation geht, bei der es um die Situation geht von dauerbeatmeten Klienten, die gerne zu Hause leben möchten und das auch in Zukunft tun möchten. Denn letztes Jahr wurde das IPREC verabschiedet, ein Gesetz, das es in Zukunft dauerbeatmeten Klienten fast unmöglich macht, zu Hause zu leben. Und ja, von Menschen wie ich versorgt zu werden. Das sind Dinge, über die hätten Sie berichten können. Sie haben die Chance aber leider vertan. Und was mich wirklich wütend an dieser Situation macht, ist, dass Sie jetzt mit Jens Spahn sprechen können. Wirklich, der hört Sie, aber uns nicht. So viele Leute, die tagtäglich ihre Stimme erheben. Gut, ich kann nicht 999 Euro spenden, denn, hallo, das sind 2 Drittel meines Gehaltes. Ich wünsche trotzdem allen ein schönes Wochenende. Kommt gut durch die nächsten Tage.